Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Danke für Ihre Fragen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Pressekonferenz. So gehen's die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. David Alaba spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Leroy Sané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Hier ist die heutige Aufstellung von Manchester United. Auf der Torhüterposition David De Gea. Leonardo Bonucci spielt mit Harry Maguire in der Abwehr. Paul Pogba steht mit Raja Nainggolan im Zentrum. Und sie starten nicht so offensiv, vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Alphonso Davies. Sané. Ballbesitz Alaba. Gnabry. Ball bei Gnabry. Marc Roca. Da ist Müller. Jetzt Lewandowski. Den Ball kann er abfangen. Diese beiden, die hier heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, ragen in vielerlei Hinsicht heraus. Bin ich bei dir? Gefährlich jetzt. Mit dem Ball hat er gar keine. Gibt Ecke.
Ecke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Und jetzt Lewandowski. Serge Gnabry. Pavard. Lewandowski. Die Flanke von Robert Lewandowski. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Bruno Fernandes. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ist es das? Sie machen das Tor, aber blicken wir auf die Auswärtstore. Ja, da liegen sie natürlich weiterhin hinten. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sie sich selbst zuzuschreiben. Spielstand nun insgesamt 2:2. Weiter geht's. Die Nummer 10, Marcus Rashford. Marc Roca. Alphonso Davies. Mit dem Ball Sané. Kimmich. Gnabry. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Bruno Fernandes. Cavani ist das. Und nun Cavani. Rashford. Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Marc Roca. Lewandowski jetzt am Ball. Die Bayern über die Seite jetzt. Kommt jetzt die Flanke rein. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Guter Einsatz, Ball ist immer aus, es gibt Einwurf. Serge Gnabry, der Ball zu Müller. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Gnabry. Kimmich. Kimmich. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Diese Ecke ist die Chance, den Gesamtvorsprung im Duell weiter auszubauen. Sie sind ja ohnehin nach Auswärtstoren vorne. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Ecke kommt in die Mitte. Da passt er auf und kann klären. Kimmich. Glanzparade gehalten. Ja, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. So, Ecke kommt. Da haben sie das Tor und das ist wichtig, denn nun sind sie in der Addition beider Spiele in Führung. Ja, Mann, ja, Mann, ja!
In Addition heißt der Spielstand nun also 3:2. Für den FC Bayern München, die Nummer 9, Robert Lewandowski. Und da verlieren sie den Ball. Alaba. Süle. Pavard. Schöner Pasta. Da haben sie jetzt Platz. Oh, viel Platz jetzt. Schön abgeblockt. Kein Tor. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Pogba jetzt. Rashford. Und Nainggolan. Ballbesitz Bruno Fernandes. Rashford. Das könnte die Gelegenheit geben. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Nur Müller. Pavard. Ball ist bei Süle. Kimmich. Alphonso Davies. Da ist Kimmich. Ballbesitz Alaba. Süle. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Marc Roca. Kimmich. Alphonso Davies. Kimmich jetzt. Thomas Müller. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Pogba. Ballverlust von Pogba. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Wir halten fest, zur Pause sind sie raus. Da muss jetzt was kommen. Ja, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden garantiert noch mal alles mobilisieren. Da bin ich mir sicher. United also mit einem knappen Gesamtrückstand bislang in diesem Rückspiel in der UEFA Champions League. Es bleibt spannend. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Jetzt haben sie den Ball. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Und Lukas. Das ist Nainggolan. Pogba am Ball. So, jetzt Pogba. Cavani. Da ist Alex Tees. Paul Pogba. Ratscha Nainggolan. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Bayern München. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Da sollten Sie dabei sein. Alphonso Davies. Sie erhalten den Einwurf. Da ist Platz. Ball kommt in die Mitte. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Kimmich. Kimmich jetzt. Robert Lewandowski. Was macht er draus?
Das Spiel ist noch lange nicht zu Ende, aber nach diesem Tor dürfen wir festhalten. Das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Vier zu zwei nun der Spielstand nach beiden Spielen. Es geht weiter. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Aaron Wan-Bissaka. Und nun Bonucci. Pogba mit dem super Zuspiel. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Bruno Fernandes. Und das Tor. Jetzt ist es nur noch ein Tor. Wenn sie nochmal treffen, dann sind sie durch. Schönes Bild. Und da sieht man, das ist wirklich eine Einheit. Trainerteam, Spieler, die harmonieren richtig gut. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Na, Sie müssen jetzt aufpassen. Und da macht er sich natürlich am Spielfeldrand so seine Gedanken. Das Gegentor gefällt ihm überhaupt nicht. Spiel geht weiter. 4-3 heißt es hier nun nach beiden Partien. Kimmich, Marc Roca, erneut so ein hervorragender Pass. Da ist Kimmich, am Ball Sané. Kimmich, Thomas Müller, Pavard, Marc Roca. Die Gäste werden wechseln. Pogba jetzt. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Nun Cavani. Bruno Fernandes. Ball bei Lucas Moura. Ja, setzt gut den Körper ein. Manchester United greift an. Wird Einwurf geben. Sie wechseln aus. Die Nummer 20, Raja Nainggolan. Neu in der Partie, die Nummer 31, Nemanja Matic. Oh, jetzt werden sie wechseln. Alfonso Davies. Da ist Müller. Leroy Sané. Lewandowski. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Pogba. Bruno Fernandes. Und nun Bonucci. Jetzt Cavani am Ball. Bruno Fernandes. Macht er gut hier. Da wäre Platz für den Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Bruno Fernandes. Das macht er super mit Technik. Da erobert er den Ball. Alfonso Davies. Sané.
So, hier ist bald Schluss. Aktueller Spielstand ist 2:2. Zeit, unseren Blick kurz auf die Folgepartie zu wenden, Buschi. Der Gegner in der kommenden Partie für die Münchner, er heißt Werder Bremen. Und das könnte es sein. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Klasse Zuspiel. Lewandowski. Sie machen den Treffer und damit erhöhen sie ihr Punkt. Ja, Mann, ja, läuft wieder, neuer Spielstand, insgesamt 5:3. Für Bayern München, die Nummer 9, Robert Lewandowski. Aaron Wan-Bissaka, am Ball Bruno Fernandes. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab, das war wichtig. Da kommen sie in Ballbesitz, sehr gutes Tackling. Bruno Fernandes. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Kimmich. In den freien Raum. Er verliert da den Ball. Das war Robert Lewandowski. So, das war's dann auch für dieses Rückspiel. Sie sind durch. Sie sind weiter. So ist das und wir sehen die Freude. Die wissen ganz genau, in der nächsten Runde müssen sie eine Schippe drauflegen. Denn nochmal geht das so nicht gut. Das war sehr, sehr eng. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Vielen Dank.